Geht. Hallo. Hallihallo. Ja, bin schon da. Wir sind wieder zu zweit Juhu. und Und freuen uns. freuen uns und schauen mal, ob wer kommt. Sind wir in der richtigen Gruppe? Ja. Ah, Oh, jetzt Conny. Conny, Ja, Birgit. Birgit, Heidi. Heidi, Silvia. Silvia. Es kommt ja doch jemand. Guten Guten Abend Abend. zusammen. Ja, jetzt dauert es ein bisschen und dann wird es wieder Schwupps machen. Joy, hallo. Joy. So. Super, die Birgit ist gerade heimgekommen von der Arbeit. Macht sie vielleicht dann was zum Essen? Bestimmt. So. Ja, wir starten. Vier Leute sind schon da, glaube Jo. ich. Vielleicht täuscht es auch und es sind eh schon mehr da. Aber wir starten heute mit einem ganz spannenden, jetzt kommen doch noch was. Doris, Doris, hallo hallo. Doris. Mit einem recht, also aus unserer Sicht recht spannenden Thema. Ihr dürft es für euch beurteilen, Vor ob allem recht es. wichtigen Thema aus unserer Sicht. Und ihr Genau. dürft es für euch Genau. selber beurteilen. Genau. Und zwar ist es auch ein. Birgit ist Birgit doch ist wirklich nebenbei. nebenbei. Ich bin schon so gespannt auf die Birgit. Wahrscheinlich Ja, bist du eh so eine ja, schlanke Ranke, die einfach essen und essen und essen kann und recht hast. Ja, auch in Bezug auf Hochsensibilität oder einfach auch Feinfühligkeit ein ganz wichtiges Thema, was uns immer wieder Hallo begegnet. Karin. Hallo Karin, was euch auch immer wieder begegnen wird, einfach egal im Business oder privat, wo auch immer, aber ganz bestimmt irgendwann früher oder später auch im Business, ist euch bestimmt auch schon begegnet. Wer Auf jeden Fall geht es heute so um diese, um das Überthema ist Kritik. Und Ja, Umgang damit. Kritik und Umgang damit. Birgit hat die schlanken Gene vom Papa. Kritik und Umgang damit, und zwar so diese, wenn an euch eine Kritik getragen wird, beziehungsweise wenn an euch so diese, ja, eine Unzufriedenheit getragen wird, und was machen wir üblicherweise dann? Hallo Hallo Andrea. Andrea. Wir können ja immer nur von uns sprechen, aber wir sprechen ein bisschen so im Namen, glaube ich, der sensiblen Menschen, nämlich meistens beginnt dann so dieses Rad zu laufen. Was hätte ich besser machen können? Wo habe ich den Fehler gemacht? Ja, also ganz oft ist es so, ganz oft ist es so, dass wir sehr stark im Reflektieren sind, dass wir auch sehr stark darin geübt sind, dass wir die Verantwortung sofort übernehmen und dass wir sozusagen in so einen in einen Prozess gehen, wo wir uns selbst reflektieren, wo wir die Situation reflektieren, wo wir einfach schauen, hey, wo ist mein Beitrag oder wo ist mein Anteil, wo hätte ich anders reagieren können, was hätte ich anders machen können. Kennt es jemand? Wenn ja, dann Sicher nicht. voll gern einfach ein paar Herzchen oder Daumen. Wir haben so Und die Idee, dass und oh ja, schreibt die Conny. ja. Wir haben so die Idee, dass sensible Menschen einfach Antennen haben, wo der andere Menschenschlag, der nicht besser und nicht schlechter ist, einfach keine Antennen hat. Der hat einfach gar. Der diese also Menschen anderen Schlages stellt sich einfach die Frage gar nicht, was könnte es denn da bei mir haben? Oder zumindest auf keinen Fall so aus dem Bauch heraus, impulsiv. Wo bei uns sensiblen Menschen, die wir diese Antennen haben oder blitzartig entwickeln, wenn wir mit so einer Situation konfrontiert werden, wo bei uns sofort als ich sage mal, Reizreaktion sofort das Muster rennt, hey, was habe ich dazu beitragen? Und dann wird jeder Punkt und jeder Beistrich, der in den letzten 2,4 Jahren irgendwo auf Sendung war, überprüft und auch noch so die Texte und Sachen zwischen den Zeilen analysiert, um herauszufinden, wo der Schuh drückt. Auf die Idee kämen andere Menschen nicht. Die Menschen, die diese Antennen nicht haben, Die kommen oft in den Perspektivenwechsel ja kommen auch gar gar nicht rein. rein, genau. Ja.
Und um im Flow zu sein, ja, Flow bedeutet ja nichts anderes, wirklich so in seiner Freude zu sein und zu bleiben und einfach wirklich sich dem hinzugeben. Um im Flow zu bleiben, heißt auch bei sich zu bleiben. Und das ist so dieses heutige Thema. Angenommen, ja, du bekommst eine Kritik, ja, so zack, vor die Füße geknallt, dann ist meistens oder bisher war so irgendwie das, mal irgendwie erstaunt zu sein, ja, dann zu reflektieren, dann vielleicht irgendwo in Starre zu verfallen, was ja auch nichts Verwerfliches ist, Hallo ja. Antje. Hallo Antje, ist ja auch gut, sozusagen nicht sofort irgendwo da total impulsiv zu reagieren, aber meistens folgt dann einfach so ein Grübeln, ja, und so wirklich, wo man das beleuchtet und schaut, was ist mein Anteil. Und um aber wirklich selbst bei sich zu bleiben und im Flow zu bleiben, ist es eine Empfehlung, dass du diese Frage einfach auch einschiebst und sagst, hey, da hat mich jetzt eine Kritik ereilt, muss ich damit überhaupt etwas tun? Ja, und einfach mal wirklich so die Hypothese in den Raum stellen, kann das nicht einfach wirklich so diese Ansicht derjenigen Person sein? Und ganz oft stellt sich es dann raus, dass das einfach Sinn macht. Denn manchmal bringt so eine Kritik ja auch ein Schwungrad auf Touren, dass man dann an Sachen, die wo überhaupt nichts gekommen ist, zu suchen und zu analysieren beginnen, wo könnte denn da noch so etwas Ähnliches gewesen sein? Da geht's um das, dass man sich dann auch in eine Situation so hineinmanövriert, die überhaupt nicht notwendig ist. Gar nicht. Und das, was so unsere Empfehlung ist, lass die anderen in ihrer Verantwortung. Und dabei darfst du wirklich so weit gehen, dass du sagst, okay, das ist jetzt deren Wahrnehmung, das ist auch deren Geschichte, das ist deren Ansicht, das sind deren Emotionen. Und ich muss erstmal damit nichts machen. Ich brauche mich nicht rechtfertigen, ich brauche es nicht anzunehmen, ich brauche nicht jetzt die Verantwortung, quasi dieses Päckchen da auch wirklich zu übernehmen, sondern ich darf jetzt einfach mal schauen, okay, ich bin in der Wahrnehmung und deswegen auch einfach wirklich immer vom Vorteil, diese Barrieren auch nach unten zu haben. Weil wenn du die Barrieren oben hast, dann bist du sozusagen in Mauern. Und Mauern bedeutet nichts anderes, dass du dann in Kampfposition gehst, dass du dann in Rechtfertigen gehst, dass du einfach in verschiedenste ja, Widerstände oder strategisch in Widerstände gehst. Und wenn du aber quasi mit der Selbstwahrnehmung bei dir bist und einfach sagst, hey, da bekomme ich jetzt ein Paket zugeschmissen, aber ich brauche das nicht schlucken, ich brauche da nicht mal reinschauen, ich kann einfach das mal annehmen und davon ausgehen, dass diese Rückmeldung, diese Kritik, manchmal ist ja auch eher unsanft, ja, dass das viel mehr mit dessen Geschichte zu tun hat als mit mir jetzt in dem Moment. Ich komme jetzt gerade von einem Seminar, wie ihr alle wisst, wo ich mich mit Menschen, die Führungsarbeit leisten, zu den Themen Team und Kommunikation auseinandergesetzt habe. Ganz intensiv, 2 Tage lang in der schönen grünen Steiermark, liebe Doris, ich war tendenziell näher in deiner Nähe. Und da ist es so, dass man kommunikativ sozusagen auch davon spricht, den Switch zu vollziehen vom Beziehungskanal, indem ich höre, was denkt denn da, oder zu detektieren versuche, was denkt denn der andere gerade über mich, hin zu switchen, ich bin so kaputt, dass ich nicht Switchen. mehr richtig schön reden kann, hin zu switchen auf diesen Selbstoffenbarungskanal, wo der Fokus darauf liegt, was sagt denn der andere Mensch gerade mit dieser Kritik über sich aus, nicht über mich. Und führende Kommunikationswissenschaftler sind sich einig und wenn wir hinspüren und eins zusammenzählen, dann können wir das auch selber bestätigen, dass natürlich ich sage mal, die gesündere Variante ist, nicht sofort in den Reflex zu verfallen, was hab denn ich, sondern was sagt denn das auch über den anderen aus? Das heißt nicht, dass man nur diese Perspektive einnimmt. Das ist aber bei Menschen unseres Schlages sowieso nicht die Gefahr, weil wir tendenziell viel früher und viel intensiver für die anderen mitdenken, als wie dass wir für uns selbst mal mitdenken und eine Lanze brechen. Es ist immer die Frage, was gilt es zu trainieren, ja? Und in unserem Fall gilt es mehr, das zu trainieren, dass wir sagen, hey, wir dürfen das einfach mal mit gutem Gewissen, mit gutem Gefühl beim anderen lassen, ja? Genau. Der ist in dem Moment verantwortlich für seine
rasch für seine Wut, für seinen Schmerz, für seine Emotionen in dem Fall, die ja immer mitgepackt sind, ja, in einer Kritik. Und wir sprechen da jetzt einfach nicht von einer Rückmeldung, von einer wertschätzenden Rückmeldung, sondern wirklich eben von erstmal atmen, schreibt die Antje, und sie schreibt, dass das Mauer runterfahren gerade im Alltag Einzug halten darf. Jetzt ist ja total super Idee, Antje, weil wenn dieses Päckchen geflogen kommt mit diesen Emotionen, was passiert, wenn da eine Mauer ist? Diese Mauer fängt dieses Päckchen zielsicher auf und es bleibt praktisch vor deinen Touren liegen. Oder es fällt über die Mauer drüber, weil deine Schutzmauer nicht hoch genug war. Dann hast es du herinnen und hast alle Hände voll zu tun, es wieder über die Mauer hinaus zu buxieren. Was, wenn es keine Mauer gibt? Dann könnte es passieren, dass dieses Päckchen geflogen kommt. Du siehst es fliegen und sagst, hey, das ist jetzt aber gar nicht meins. Und dann machst du dieses Manöver und dann fliegt das Päckchen mal durch. Und der Vorteil ist ja einfach auch, dass wir in dem Moment die andere Person so weit ermächtigen, dass wir ihr quasi die Möglichkeit geben auch, ja, dass sie bei sich selbst mal einfach auch schauen kann. Ob sie das dann tut oder nicht tut, das ist ganz egal. Ja. Aber es geht auch darum, wir wissen ja gar nicht, ja, welche Geschichten, wenn wir jetzt da von dieser Selbstoffenbarung ausgehen auch, ja, welche Geschichten sozusagen zu dieser Kritik geführt haben. Und wir können immer davon ausgehen, dass eine Kritik oft viel, viel mehr aussagt über den Sender als über den Empfänger. Weil es ja aus dessen Wahrheit, aus dessen Filter sozusagen, wie er die Realität sieht oder wie er dich beurteilt oder wie er die Situation beurteilt, dass das viel mehr über den aussagt. Und in dem Moment, wo wir quasi als diese Rückgabe fungieren, kann derjenige sich mal einfach auch wirklich seine Geschichten anschauen. Ja? Was ist denn los? Und den Vorteil hat es, wir brauchen uns nicht alles umbinden und umhängen. Ja. Wir alle wissen, dass Rückmeldungen und auch Kritik ganz, ganz oft eine Momentaufnahme darstellen. Und wir wissen nicht, so wie die Christine gesagt hat, was in diesem Moment, wo diese Kritik formuliert wurde, gerade im Rundherum los ist. Vielleicht ist da ein Kind krank und das Haustier irgendwo, die Katze ist schon seit 3 Wochen nicht nach Hause gekommen. Und dann ist die Nachbarin, hat die Nachbarin geunkt, weil der Sohn schon wieder mit dem Dreirad bei ihrem Blumenbeet herumgefahren ist. Keine Ahnung. Also wir wissen ja nicht, was für Rundum-Paket gerade in der Welt des Kritikabsenders sich gerade abspielt und was da gerade auf dem Tapet ist. Und aus dem Grund ist das einfach eine gesunde und schlaue Idee, das mal auch beim anderen zu lassen und den Aspekt, ich mag nur mal wiederholen, den Christine gesagt hat, auch das Ermächtigen des anderen, das dadurch passiert, dass ich ihm dieses Paket nicht sofort abnehme. Das heißt ja, ich traue es ihm zu, dass er mit diesem Paket auch umgehen kann und dass er das sozusagen sich selber, für sich selber sortiert bekommt. Dass wir es nicht über für alle machen müssen. Wir müssen nicht wir retten die Welt ganz oft, aber wir müssen es nicht in jeder Situation und schon gar nicht in einer Situation, wo wir mit Kritik konfrontiert sind, den anderen abnehmen. Und Birgit, weil du schreibst, ja, ich bin immer wieder irritiert, was ich mit der versteckten Kritik mache. Ich erwische mich dann, dass ich noch genauer arbeiten will, zum Beispiel. Ja, das ist genau das, weil wir einfach in dem Moment Spannung nicht gut aushalten. Ja, wir spüren Spannung. Die nehmen wir wahr, wir spüren die, wir interpretieren die als diese Disharmonie. Das kommt mit unserer Harmonie, mit unserem Harmoniebedürfnis, dem Grundsätzlichen, ja, irgendwo in Konflikt und dann sind wir sofort in Aktion. Ja, das heißt, was kann ich machen? Kann ich vielleicht noch mehr arbeiten? Kann ich vielleicht mich noch mehr anstrengen? Ja, kann ich noch mehr bieten? Und Birgit schreibt gerade, was ich damit machen soll, ich bin dann fast unterwürfig und mag das überhaupt nicht. Mhm. Ja, das ist ja so ein Reflex. Da haben wir eine ganz lustige Geschichte dazu, wo in Situationen Inhalte hinein interpretiert wurden. Wir sind auf einem schönen See in Kärnten und dann Schwäne füttern. Und eine Schweinemutter ist mit Schwäne, nicht Schweine, Schwäne, mit ihren Jungen, die nur grau gefärbt waren, also nur ganz jung ist dahergekommen und wir haben ihnen da Kekse gegeben und Soletti gefuttert und solche Geschichten.
Und plötzlich sieht Christine am Horizont, das ist ein bisschen übertrieben, der See war nicht so groß, aber sieht aus der Entfernung ein Polizeimotorboot daher tuckern in unsere Richtung. Wisst ihr, was der Reflex war? Darf man leicht da nicht Schwäne füttern? Schwupp, 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 ist zusammengepatscht. Und dann sind wir so in unserem Elektroschnackeltraining gesessen. Wisst ihr, was wirklich gewesen ist? Die waren einfach nur cool. Ich war auf Also Ausfahrt. die haben ihr neues Luxus-Motorboot auf dem schönen Kärntner See bewegt, mit der großen Sonnenbrille auf, und sind einfach ganz lässig so mit aufgestütztem Arm da auf der Venture Jam, da sind sie dort gestanden und sind halt herumgetuckert. Und wir haben es vorsichtshalber gleich mal wieder auf uns bezogen. Christine hat den Impuls gehabt und ich habe ihn sofort übernommen und haben dann auch noch verstärkt, weil ich das Alarmzeichen, die Spannung, Birgit, wirst du selbst, die Spannung von der Christine sofort übernommen habe und zu meiner gemacht habe und habe damit sozusagen die Situation nur zusätzlich angestachelt und erst richtig zu der gemacht. Also wir haben so einen Spaß gehabt, weil wir gesagt haben, wir sind ja da die größten Idioten, die es überhaupt auf dem Planeten gibt. Das haben wir nicht gesagt, nein. So, Ich so krass nur, nicht. ja, solche Wörter verwenden wir nie, logisch. Aber grundsätzlich ist genau das passiert, dass wir uns einfach in dem Moment quasi falsch gemacht haben. Ja? Dass man einfach gesagt hat, oh, wir haben was Verbotenes gemacht. Und das ist so eine Birgit ganz kennt das auch. typische Reaktion, dass man sich quasi fragt, was habe ich falsch gemacht? Ja? Also man bekommt Kritik und man fragt sich sofort, oh, was habe ich falsch gemacht? Was ist meins? Oder man Und bekommt gar nicht Kritik, sondern es geht nur eine Person, die halt in meinem Realitätskonstrukt für Ordnung steht, geht vorbei. Warum fahren plötzlich Menschen, wenn sie auf der Autobahn ein Polizeifahrzeug sehen, ganz anders? Das ist so ein reflexartiges. Birgit schreibt da Ja. so ein Kas, was übrigens heißt so ein Käse. Und Birgit, die, weißt du, die Nummer ist die, macht jetzt dafür nicht schon wieder schlecht. Ja, das Ja, also ist genau. nicht da schon, dafür schon wieder verurteilen und sagen, wow, wieso bin ich da so? Wieso kann ich das nicht anders? Sondern da in die Erlaubnis gehen und sagen, okay, bis gestern war das so und jetzt kann ich andere Wahlen Dein treffen. nächster Post ist die richtige Ja, Reaktion. genau. Richtig, wenn es die gibt überhaupt. Aber ist eine schlaue Reaktion. Einfach mal lachen können darüber und sich selber auf die Schippe nehmen, wie kompliziert man manchmal Dinge macht, indem dass man es ja halt auf sich bezieht. So ein spannendes Thema, Joy ja. schreibt, Polizisten sind die schlimmsten Trigger. Ja. Echt? Haben wir da so eine Polizistenrunde? Oho. Da sollte man, glaube ich, ganz dringend was auflösen können. Ja, wer kennt denn das? Quasi im Rückspiegel sieht man da fort die Polizei hinter einem und dann fährt man ganz besonders brav. Jetzt kommt keine Geschichte mehr, weil Ich sonst sind wir total hätte drüber. gerade noch eine gewusst, aber die erzähle ich euch dann im Fuschel. Ihr Lieben, Ja. wollen wir das mit den Polizisten in den Griff bekommen? Ja, das unterwürfig machen, und Birgit, das ist eine Entscheidung. Also, das ist genau der erste Schritt, dass du sagst, ja, es fällt mir auf und ich mag das nicht mehr haben. Das sagst du für die so. Und dann, Andrea schreibt, ich habe sofort ein schlechtes Gewissen, ob ich gar nichts falsch gemacht habe. Genau das, ja, wir haben Schwäne gefüttert. Es ist schon alleine, weil wir sind, ist was falsch daran. Ja, das ist so ein ganz eine tiefe Prägung zuallermeist einfach Jetzt fangst du wieder zum Plaudern an. ja, weil es so spannend ist. Ja. Na, wir switchen jetzt einfach unser Radar. Wir switchen es auf die andere Frequenz. Dass wir das nicht mehr am Schirm haben. Zack, zack. Zack. Okay. Aufrecht, also aufrecht sitzen, Augen zu. Im Polizeischargon gesprochen. Du weißt es ja schon, was dich jetzt erwartet an dieser Stelle. Nimm einfach eine Position ein, die dir angenehm ist und in der du ganz gut dieses schlechte Gewissen loslassen kannst, das uniformierte Menschen bei dir vielleicht hervorrufen und dich triggern damit. Und nimm ein paar ganz bewusste Atemzüge über dich selbst lächelnd, dass dir das jetzt aufgefallen ist und dass das das Thema ist, dass du mit Kritik in Zukunft gut umgehen kannst. Und du atmest die Leichtigkeit und die Freude in dich hinein. Und auch dieses Gefühl, dass es einfach auch eine nette
eine nette Facette hat, das Ganze, das, was wir da jetzt gerade geschrieben haben. Und du atmest alles aus, was dich zum Beispiel zu diesem schlechten Gewissen veranlasst. Du lässt alles los, was dich klein macht und was dich die Schuld unter Anführungszeichen bei dir suchen lässt im Erstreflex. Du atmest Leichtigkeit und Freude ein und du atmest auch Souveränität ein. Diese Souveränität, dir selbst die Erlaubnis geben zu dürfen, ich muss vielleicht gar nichts damit machen. Und du atmest alles aus, was dir diese Souveränität geraubt hat in der Vergangenheit, ohne es genau wissen zu müssen, was das war und wann das letzte Mal war. Du lässt es einfach los und lässt es abfließen, im Vertrauen, dass unsere Mutter Erde das aufnimmt und transformiert. Die Leichtigkeit wird immer mehr in dir und alles, was dich bisher gebremst hat, fließt ab. Und du senkst deine Mauern, du senkst all die Barrieren, die sonst dieses Kritikpaket erst recht abfangen würden. Du senkst sie ab, um diese Pakete zukünftig auch durchfliegen lassen zu können, wenn dir danach ist. Und du gehst auch mal in die Erlaubnis, dass du sagst, es ist so, wie es ist. Bisher habe ich mich einfach oft falsch gemacht. Bisher habe ich mich oft angesprochen gefühlt, wo es vielleicht gar nicht meines war. Aber gehst einfach in die Erlaubnis, dass es einfach bisher so war, wie es war. Und du beginnst dich auszudehnen. In alle Richtungen. Nach oben, nach unten. Nach links und nach rechts, nach vorne und nach hinten. Du dehnst dich aus über deinen Körper hinaus. Über den Raum, in dem du dich gerade aufhältst. Über dein Haus, dein Heim. Über deinen Ort. Über deine Stadt. Über all die Polizisten und Polizistinnen in deiner Stadt. Du dehnst dich aus über dein Land und über unser wunderschönes Europa. Du dehnst dich in alle Richtungen aus und wirst größer als unser wunderbarer Planet. Du dehnst dich aus über unser Sonnensystem und unser Universum. Du dehnst dich über alle Universen aus und bist, was du ohnehin immer bist. Ein unendlich großes, machtvolles, souveränes und freudvolles Wesen. Und in dieser unendlichen Größe beginnst du jetzt einfach mal diese Qualität von Souveränität zu fühlen. In dieser unendlichen Größe begegnest du dem ersten Polizisten. Und du bleibst in deiner Größe, du bleibst aufrecht, du bleibst ganz bei dir mit deiner Aufmerksamkeit. Und du umgibst dich jetzt einfach wirklich mit dieser Souveränität. Fühl mal, spür mal, wie sich das anfühlt. Da ist keine Angst. Da ist auch nicht dieses, boah, was hätte ich anders machen können. Dieses kleine Geschnatter. Sondern du bist in deiner Größe. Stehst vollkommen zu dir. Und hältst die Situation jetzt einfach mal aus, die sich dir offenbart. Du brauchst nicht blitzartig zu reagieren. Es ist im ersten Schritt einfach genug zu sein. Du in deiner Größe agierst aus dieser Größe heraus. Und die erste Aktion, die du setzt,
ist ganz bewusst, mal nicht zu reagieren. Und überall, wo du geglaubt hast, dass das Gute nur die Harmonie ist, das lässt du jetzt einfach mal abfließen. Lass du aus dir hinausfließen und erlaubst dir, dass du auch Disharmonie als etwas Beitragendes in deinem Leben und im Leben der anderen siehst. Aus deiner Souveränität heraus formt sich ganz automatisch die Frage, was, wenn es genau so, wie es ist, gut ist? Und wenn sich da in dir Anteile melden, das Ziel ist aber die Harmonie, das Ziel ist der Frieden. Das Ziel ist, dass wir alle gut sind miteinander. Dann gib diesen Anteilen Raum und teile ihnen gleichzeitig mit, dass es in der unendlichen Größe auch Platz und Raum hat für Disharmonie. Du als dieses unendlich große, machtvolle Wesen, du hast keine Angst vor Disharmonie, sondern du hältst dieses Gefühl, du hältst diese Spannung aus, weil du überzeugt davon bist, dass alles seine Richtigkeit hat. Und in dem Moment, wo du Disharmonie ein- und ausatmen kannst, wo du das aushältst, bleibst du handlungsfähig. Plötzlich bist du frei. Du unendlich großes, machtvolles, souveränes Wesen. Die Disharmonie, die dich in deiner Kleinheit getriggert hat, kontrolliert hat, gesteuert hat keine Macht mehr. Du bist es. Du ganz allein, der du die Macht über dich, über dein Sein und über die Situationen hast, die dir begegnen. Du bist unendlich groß. Du agierst aus dieser unendlichen Größe heraus. Du bist sicher, immer und überall. Und du siehst plötzlich die zweite Seite von Kritik, indem du dich fragst, was ist das Gute daran? Wo wächst da was heraus? Und in diesem Aushalten und in diesem Raum geben der Disharmonie kannst du ein Beitrag sein für den anderen. Du kannst ein Beitrag sein, dass sich der andere in der Begegnung mit dir erkennt, dass er seine Anteile erkennt, dass er seine Geschichte lösen darf. Das ist nur dann möglich, wenn du in deiner Größe bist, in deiner unendlichen Ausdehnung bist und weißt, mit der Situation, die da jetzt auftritt, du musst darauf nicht reagieren. Du darfst sie einfach mal so annehmen, einfach mal so empfangen, wie sie sich zeigt und wie sie ist. Du stehst dem anderen, unendlich großen und machtvollen Wesen gegenüber, das aus seiner momentanen Situation heraus eine Kritik angebracht hat. Und ihr beide, du und dein Gegenüber, ihr begegnet euch auf Augenhöhe. In eurer Größe wisst ihr beide, dass es darum nicht geht, sondern um die Dinge, die dahinter stehen.
Durch dein Großsein ermächtigst du dein Gegenüber, ebenfalls seine komplette Größe einnehmen zu dürfen. Und ihr erkennt, dass das, was im Klein-Klein trennende Kritik war, in Wahrheit etwas ist, was euch verbinden kann. Dich und dein Gegenüber. Du atmest jetzt noch ein paar Mal tief ein und tief aus und ziehst nochmal wirklich diese Qualität an, dieser Souveränität, dieses in sich ruhen, dieses die eigene Kraft spüren, dieses Raum halten, dieses Dasein. Fühl das mal. Und stell dir vor, es kann dir in der jeweiligen Situation aus dem ganzen Universum zufließen. Aus dem ganzen Universum fließt dir diese Souveränität, diese innere Stärke, diese Haltung, diese Ruhe zu. Ja, und auch der Mut. Der Mut, den es braucht, die Dinge auszuhalten, anzusprechen, so wie sie sind, stehen zu lassen, dem anderen seine Emotion selbst zuzumuten. Verteile dieses Gefühl dieser Ruhe, dieses Friedens, dieses Raumgebens, dieses Mutes, der Souveränität, dieses Es darf so sein. Ich empfange es, ich nehme es an. Und lass es mal durch deine Zellen fließen. Merk dabei, wie es dich von innen heraus stärkt. Wie es dich versorgt mit all den Qualitäten, die du brauchst. Souveränität ist gleich Freiheit. Spüre diese unendliche Freiheit in dir. Spüre diese unendliche Kraft und Stärke, die aus dieser Freiheit entspringt. Und freu dich, frei zu sein, weil du mit Kritik nicht unbedingt und nicht zwingend und nicht sofort irgendetwas zu machen brauchst. Und jetzt atmest du noch in den dir vertrauten Rhythmus und kehrst vielleicht, wenn du magst, mit einem Lächeln im Gesicht oder mit einem Grimmelgesicht zurück ins Hier und Jetzt. Ups. Und wenn Sie nicht eingeschlafen sind, bitte das Thema nochmal aufgreifen. Gute Nacht, liebe Heidi. Ja. Einen wunderschönen Abend euch allen. Genau. Und bis morgen. Bis morgen, alles Liebe. Tschüss. Na, jetzt.